Wunderwerk Kopfsache. Dein Podcast rund ums Denken und Fühlen und wie das die Realität beeinflusst. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, auf der du erfährst, wie du mit kleinen Veränderungen dein Wahrnehmen und Handeln wandeln kannst. Ganz im Sinne von denk dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wunderwerk Kopfsache, der Podcast von und mit Sandra Heischer und Susanne Ruth. Wunderwerk Kopfsache. Dein Podcast rund ums Denken und Fühlen und wie das die Realität beeinflusst. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, auf der du erfährst, wie du mit kleinen Veränderungen dein Wahrnehmen und Handeln wandeln kannst. Ganz im Sinne von denk dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wunderwerk Kopfsache, der Podcast von und mit Sandra Heischer und Susanne Ruth. Vielen Dank für dein Geschenk. Geschenk? Ja, du schenkst mir jetzt in diesem Moment deine Zeit, deine Energie, deine Aufmerksamkeit. Und dafür danke ich dir. Denn Zeit ist das Kostbarste, was wir vielleicht auf dieser Welt haben. Denn die Zeit ist begrenzt. Egal, was du tust, die Zeit geht weiter. Und wie wäre es, wenn du deine Zeit nutzt, um liebevoll mit dir selbst zu kommunizieren. Und genau darum geht diese Solo-Podcast-Folge zum Thema Kommunikation. Nämlich um die Kommunikation von dir mit dir selbst. Wie du mit dir selber redest. Ich führe doch keine Selbstgespräche. Also ich muss sagen, ich führe viele Selbstgespräche. Kannst du gerne meine Kolleginnen in der Apotheke fragen. Die fragen dann oft Susanne, redest du mit mir? Und sage ich mir, nee, ich spreche dich dann mit Namen an, wenn ich von dir etwas möchte. Ich mache das schon sehr oft, dass ich so vor mich hin brabbel, wenn ich arbeiten bin. Und das kann man in Gedanken tun oder das kann man, so wie ich das mache, vielleicht auch ein bisschen lauter machen, was dann aber oft zu vielleicht Irritationen im Umfeld führt. Aber gut, die kennen mich ja auch schon. Trotzdem redest du, egal ob du laut mit dir redest, du redest permanent mit dir selbst, über dich selbst, du kommentierst Dinge, die du gerade tust oder die in deinem Umfeld passieren, du bewertest, dein Gehirn versucht, die erlebten Dinge einzuordnen und so kommunizierst du permanent mit dir selbst. Wie wäre es jetzt, wenn du einmal als erstes deine Aufmerksamkeit auf diese Kommunikation setzt? Was sind denn das für Worte, die du verwendest, wenn du mit dir selber kommunizierst? Und mit welcher Intention verwendest du diese Worte? Machst du das motivierend, wertschätzend und liebevoll dir selbst gegenüber oder abwertend, hart und vielleicht energieraubend? Das ist der erste Schritt, dort einmal die Aufmerksamkeit hinzusetzen und zu gucken, wie redest du mit dir selber? Wenn wir das jetzt in einen Zusammenhang mit der Zeit bringen und sagen, wir haben nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planet, dann wäre es doch schön, wenn du liebevoll mit dir redest, wertschätzend, motivierend. Und es klingt so leicht, ne? Ja klar, logisch, mache ich doch. Wenn du das machst, super, mach weiter so. Und vielleicht geht es dir aber auch wie mir, dass du feststellst, wow, wie hart rede ich eigentlich mit mir selber. Was für hohe Ansprüche habe ich denn eigentlich an mich und wie ich das Leben führe? Und wie missbilligend rede ich mit mir selbst, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich nicht diszipliniert genug bin, wenn ich nicht die Dinge so tue, wie ich mir das vielleicht vorstelle oder von mir selber erwarte? Eine große Veränderung in meinem Leben gab es, als ich beschlossen habe oder als ich geübt habe, liebevoll mit mir umzugehen. Mich liebevoll so anzunehmen, wie ich bin, Stück für Stück für Stück, immer ein bisschen mehr. Dadurch auch liebevoller mit meinem Umfeld umgehen kann, weil ich selbst in mir mehr ruhe. Und aktuell gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Aktuell beobachte ich, was erlaube ich mir denn eigentlich nicht zu denken, groß zu denken, Visionen zu haben. Was erlaube ich mir nicht? Und da einfach mal wahrzunehmen, wo ist das, wo ein innerer Dialog losgeht und du so ein bisschen anfängst zu träumen und dann aber gleich, ah nee, nee, diese innere Stimme, nee, nee, stopp, ach, das ist zu groß, das ist zu unrealistisch, das gehört sich nicht, das macht man nicht so.
Und da liebevoll hinzublicken und sich selbst einfach einmal zuzuhören. Was ist denn für ein Bedürfnis dahinter? Ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch sehr umfangreich, wie ich empfinde. Nicht nur Kommunikation mit anderen, sondern eben auch die Kommunikation mit sich selbst. Einfach im Alltag mal beobachten, wie redest du mit dir? Was macht das mit dir? Wie fühlst du dich damit, wie du mit dir redest? Und welche Worte könntest du vielleicht stattdessen wählen, damit du motiviert, kraftvoll, liebevoll durch den Tag gehst? Dies ist mein kleiner Impuls zur Kommunikation, Kommunikation mit dir selbst. Und auch jetzt möchte ich wieder eine Übung mit dir machen. Wenn du die Möglichkeit hast, such dir einen ruhigen Ort und schließ die Augen. Ansonsten hör einfach zu, vielleicht fährst du gerade Auto oder so, dann bleib einfach dabei und hör zu und guck, was die Worte mit dir machen. Es gibt eine Meditationsart, die nennt sich Metta-Meditation. Die kommt aus dem Buddhismus und wird auch als liebende Güte-Meditation bezeichnet. Da möchte ich einmal Worte von Marie Mannschatz mit dir teilen. Die Metta-Meditation ist ein vorbehaltloses, inniges Zugeneigtsein. Und das sind Worte, die ich nicht so oft verwende und deshalb, die besonders meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, ich da gerne noch so ein bisschen drüber nachgedacht habe und festgestellt habe, wie kraftvoll dieses Wort ist, vorbehaltlos. Ich verwende oft das Wort bedingungslos und das Wort vorbehaltlos. Das bringt dann nochmal ein anderes Gefühl für mich rein. Vorbehaltloses, inniges Zugeneigtsein. Auch das Wort innig ist in meinem Sprachgebrauch, kommt nicht so oft vor. Zugeneigtsein gefällt mir auch besonders gut. Vorbehaltloses, inniges Zugeneigtsein. Wie klingt das, wenn du zu dir selbst vorbehaltlos, innig zugeneigt bist? Und dann schließe gerne deine Augen. Nimm deinen Atemzug ein und aus. Und komm hier bei dir an. Komm bei deinem Körper an. Lass auch deinen Geist hier in dem Moment ankommen. Nimm wahr, wie du sitzt. Nimm wahr, wie jeder Atemzug dich bewegt. Und komm hier an, bei dir. Jetzt in dem Moment. Und dann komm mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum. Und stell dir doch deinen Herzraum einmal vor. Wie magst du dir den vorstellen? Ein anatomisches Bild von einem Herzen, ein gemaltes Herz, eine Energiekugel, ein Nebel. Lass da deiner Fantasie freien Lauf. Wie magst du dir deinen Herzraum vorstellen? Und dann nimm wahr, dass dieser Herzraum, dein Herzraum, dreidimensional ist. Sich nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten ausdehnen kann. Und wenn du hier so mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem inneren Bild in deinem Herzraum bist, nimm wahr, wie er sich bewegt. Durch jeden Herzschlag Schwingung in deinem Brustkorb entsteht. Dein Herz mit seiner ganz eigenen Frequenz. Und dann wende dich hier selbst dir liebevoll zu. Nimm dich selbst wahr. Bring die Aufmerksamkeit zu dir selbst. Mit einem vorbehaltlosen, innigem Zugeneigtsein. Spür, dass vielleicht dein Herzraum warm wird. Vielleicht doch nicht. Nimm wahr, wie das ist, wenn du dich selbst dir liebevoll zuwendest. Und aus dieser wohlwollenden Haltung heraus wiederhole folgenden Satz.
Möge ich glücklich sein. 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 Bleib da noch ein Momentchen mit der Aufmerksamkeit bei dir und dem Wunsch dir selbst, möge ich glücklich sein. Nimm wahr, wie dein Herzraum sich bewegt, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag. Atme wieder tiefer ein und aus. Und komm wieder mit deiner Aufmerksamkeit hier in den Raum zurück, wo du bist gerade. Es ist ein Satz aus der Metta-Meditation gewesen, möge ich glücklich sein. Es gibt noch mehrere, ich verwende auch sehr gerne, möge ich mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, möge ich gesund sein oder auch möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Du kannst mehrere Sätze sprechen, du kannst einen Satz in Gedanken wiederholen. Und wichtig ist, dass du nicht einfach nur diesen Satz sagst, ha, möge ich glücklich sein, sondern dass du ihn fühlst. Dass du ihn mit dieser inneren Haltung von vorbehaltlosem, innigem Zugeneigtsein zu dir selbst sprichst. Und einfach mal guckst, was das macht. Wie das vielleicht deine Haltung zu dir selbst und auch deine Kommunikation zu dir selbst, mit dir selbst verändert. Jede Meditation ist für mich ein mich beobachten, mich wahrnehmen und neue Dinge an mir entdecken und kennenlernen. Vielleicht magst du das nach dieser Folge ein bisschen mit in deinen Tag oder in deine Woche nehmen. Welche Worte verwendest du dir selbst gegenüber? Und welche Worte sind die, die dir Kraft geben, die dich motivieren, die dich unterstützen und die liebevoll dir selbst gegenüber sind? Und ich empfehle dir, diese öfter zu verwenden. Auch mal wahrzunehmen, was für Worte du vielleicht loslassen möchtest, welche du vielleicht von der Anzahl her in deinem Wortschatz reduzieren möchtest. Und hier noch ein Gedanke zum Yoga. Yoga hat für mich so eine tolle Wirkung, weil die ganze Philosophie drumherum auch meinen Wortschatz erweitert. Es werden so Worte verwendet wie Schwingung, Frequenz, Bewegungsfluss, Atemfluss, Energie, die fließt. Und durch andere Worte ergeben sich für mich auch andere Möglichkeiten, mein Gehirn zu benutzen. Andere Denkwege. Und das wiederum führt dazu, dass du vielleicht die Möglichkeit hast, andere Lösungsansätze manchmal zu finden, wenn irgendwie eine knifflige Situation vor dir steht. Nur dieser kleine Gedankengang noch zum Yoga. Und vielleicht hast du auch etwas wie ein Kampfsport oder eine spirituelle Praxis oder eine Philosophierichtung oder auch ältere Texte, die andere Worte verwenden und dadurch dir die Möglichkeit geben, mit Worten zu spielen in der Kommunikation zu dir selbst und in der Kommunikation nach außen. Gerne schreib mir, welcher dieser Gedanken dich besonders angesprochen hat. Ich bin ja
unter anderem sehr neugierig oder auch wissensdurstig. Ein anderes Wort, vielleicht mit einer anderen Bedeutung. Bring deine Hände noch einmal auf dein Herzraum. Vielen Dank für deine Zeit. Spür dein Herz. Denn im Herzen, da liegt die Weisheit von allem. Deine Susanne. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.